Einer der Düfte, die ich so richtig gehatet habe. Es gibt jetzt 60% mit meinem Fair Summer in a Bottle. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Heute nehmen wir nämlich mal die Bestseller von Parfori unter die Lupe und raten die. Ich war so, okay, interessant, als ich die Liste gesehen habe, weil da auch der eine oder andere Duft bei ist, den ich schon mal gerochen habe, aber wo ich so ein bisschen skeptisch war. Aber dazu gleich mal im Detail. Und die anderen News sind, für alle, die bisher vielleicht noch so ein bisschen überlegt haben mit Parfori, ja, nein, und noch kein Kunde sind, weil das geht leider nur auf Neukunden. Es gibt jetzt 60% mit meinem Code, also mit Svana60, dann bekommt ihr 60% Rabatt auf euren ersten Monat Mitgliedschaft bei Parfori und dazu geschenkt noch ein Community-Stand. Das ist jetzt bei diesem langen YouTube-Video zum letzten Mal der Twirl von Bios. Für mich ja der schönste, reine, Clean Girl, frische Wäsche Duft. Den gibt es dann dazu in einer 8ml Größe. Ihr könnt das Ganze jederzeit kündigen, aber alle Details seht ihr dann auch nochmal in der Infobox. Wenn du aber noch warten willst auf einen Duft, der ein bisschen sommermäßiger ist als Community-Stand, dann ist es beim nächsten Video soweit. Aber den 12, das ist ja ein Duft, den ich sehr liebe und den ich immer gerne sonntags trage. Und das ist so mein Me-Time und Entspannungsduft. Deswegen ist das für mich auch ein sehr persönlicher Duft. Und für alle, die Parfori noch nicht kennen, Parfori ist die perfekte Möglichkeit, um die Gefahr, einen Duft blind zu kaufen und den dann nicht zu mögen, zu vermeiden. Denn bei Parfori kann man regelmäßig Nischendüfte testen. Auch super für alle, die nicht so den Zugang zu Nischendüften haben, wie ich zum Beispiel. Ich komme ursprünglich aus dem Land. Da war gefühlt gar nichts in der Nähe. Und bei Parfori hast du so eine Art Parfumkalender, wo du dir aus dem Sortiment von Parfori jeden Monat einen Duft aussuchen kannst, den du dann in einer 8ml Größe zugeschickt bekommst. Und du bekommst das Ganze in so einem Case, was ich persönlich auch sehr cool finde, weil ich liebe es, meine Düfte mitzunehmen und in die Tasche zu nehmen. So gerade auch bei leichteren Düften, dass man sich nochmal einsprüht. Ich mache es ehrlich gesagt auch bei schweren Düften. Ich liebe das einfach, mich einzusprühen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich in meinen kleinen Taschen dann auch einen kleinen Duft mit dabei habe, weil bei großen Flakons mitnehmen, da habe ich immer Angst, dass die kaputt gehen. Und hier ist es vor allem auch mit dem Case sicher und läuft dann auch nicht aus oder sprüht in der Tasche. Das Ganze fängt an ab 17,95 pro Monat. Es gibt aber auch Düfte, wenn du dir den aussuchst, dann haben die einen Aufpreis bis zu 25 Euro ungefähr. Gibt es auch Aufpreise. 80% des Sortiments sind aber ohne Aufpreis. Und wenn du einen Duft in deinen Parfumkalender packst, der einen Aufpreis bekommt, dann kriegst du aber noch so ein Pop-up, damit du weißt, dass du dann mehr zahlen würdest. Also das ist Parfori. Ich kann es nur empfehlen, wenn du riskieren möchtest, dass deine Wunschliste länger wird, denn das ist auf jeden Fall der Fall. Das ist bei mir auch so durch diese ganzen tollen Düfte, die ich da jetzt auch schon entdeckt habe. Ich habe auch mal überlegt, diese Düfte stehen jetzt auf meiner Wunschliste, dank Parfori-Video zu machen. Könnt ihr mal sagen, ob ihr sowas sehen möchtet. Also von dem brauche ich eine Full-Size, so nach dem Motto. Auf jeden Fall lohnt es sich auch, wenn man bei Parfori Mitglied ist, dann bekommt man nämlich am Ende von jedem Monat 20% auf Full-Sizes vom ganzen Sortiment. Das ist ganz wichtig, gilt aber natürlich nur für aktive Mitglieder. Ja, also wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann nutzt gerne meinen Code, dann bekommt ihr, wie gesagt, eine 8ml Größe von mir, 12 von Weiß und noch einen Case dazu und ihr unterstützt diesen Kanal. Und wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, dann herzlich willkommen bei Frühstück in der Parfümerie. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die wunderschöne Welt der Düfte und wenn dich das Thema Parfums und alles, was damit zu tun hat, auch genauso interessiert wie mich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mich auf meiner Journey begleitest. Schau auch gerne mal bei Instagram vorbei. Dort mache ich auch Parfum-Content, auch auf TikTok, aber alles da noch so ein bisschen mehr Real Life und ich zeige auch oft Outfits, die ich mit Parfums kombiniere. Ich zeige auch oft Restaurants, zu denen ich dann bestimmte Düfte trage, weil ich bin auch ein kleiner Foodie und ja, also man hat ja nicht nur eine Leidenschaft, aber Parfums auf jeden Fall meine größte, weil Parfums so emotional sind und ich damit so viele Erinnerungen und besondere Momente oder Personen oder was auch immer verbinde. Und dieses Ranking jetzt, das ist nicht mein Ranking, das sind wie gesagt die Bestseller von Parfori, aber das Rating, also meine Bewertung, die ist natürlich sehr subjektiv. Ich möchte damit natürlich niemanden angreifen, der diese Düfte über alles liebt. Das ist meine feminine Perspektive, die ich auf diese Düfte habe. Deswegen war ich bei der Liste auch so, okay, interessant. Aber ich finde es auch wirklich interessant für uns Ladies, weil es vielleicht auch die eine oder andere Überraschung gibt bei einem Duft zum Beispiel, wo ich echt überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass der was für mich sein könnte. War ich so, okay, interessant. Naja, aber wir starten jetzt mal mit Platz Nummer 5 von den Bestsellern, nämlich Oud for Greatness von Inicio. Und ich habe ja manchmal ein bisschen wilde Assoziationen mit den Düften. Und meine erste Assoziation, also ich kannte den schon. Ich kannte alle schon, aber zum Beispiel Oud for Greatness habe ich nicht. Das war jetzt nie ein Duft, wo ich gesagt habe, ja, das ist mein Duft, auch wenn ich den schön fand. Ich hatte auch so eine Oud-Phase, wo ich so richtig dunkle, schwere Oud-Düfte extrem toll fand. Momentan bin ich ja total in meiner Clean-Girl-Era, aber auch so diese cremigen, süßen Sommerdüfte und sowas, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Oder eben grüne Düfte liebe ich ja momentan auch sehr. Boah, ich schweife heute schon wieder aus. Ja, deswegen
war der Oud for Greatness mal so eine Phase, die ich so vor 2, 3 Jahren hatte, wo ich solche Düfte auch an mir richtig cool fand. Mittlerweile muss ich sagen, so die Art Duft ist für mich eher so ein Mann-Duft. Deswegen sage ich jetzt auch gleich, ob ich finde, dass man den als Frau auch gut tragen kann oder nicht. Aber der riecht für mich im Opening, zurück zu meiner wilden Assoziation, einfach wie eine Schule. Also ich finde, Schulen haben so einen Eigengeruch. Das ist irgendwie so ein kühler, dunkler Geruch. Das ist jetzt auch viel zu negativ für Oud for Greatness. Weil an sich ist es ein Duft, der mir absolute Rich Girl Vibes gibt oder vielleicht auch Rich Man. Also das ist ein Duft, der ist für mich sehr unisex. Den können Frauen und Männer gut tragen, aber ich glaube, der gefällt vielen Frauen nicht. Der ist, glaube ich, vielen Frauen dann doch ein bisschen zu dunkel. Also die dominanten Noten hier über den Duftverlauf für mich sind hier auf jeden Fall Safran und Oud, und der startet auch direkt so süßlich, holzig, eben aus dieser Kombination mit diesem süßen Safran, aber dann auch so ganz feinem, harmonischen, dunklem, ausgeglichenen Oud. Also ich finde die Oud-Note hier drin sehr schön und sehr ertragbar. Es ist nicht too much, es ist nicht dieses animalische Oud oder so, was ich manchmal ganz schwierig finde. Entweder Rich Girl Vibes, wie gesagt, oder auch so ein bisschen Bosby Vibes. Also wenn man den als Frau trägt, egal ob es jetzt am Abend ist und man einfach so Präsenz und Stärke, Dominanz vermitteln möchte, unterstreicht dieser Duft das, glaube ich, sehr, sehr schön. Oder natürlich auch im beruflichen Kontext. Der ist halt sehr stark von der Sillage und so, deswegen ist eben die Frage, möchte man sowas ins Büro tragen oder nicht. Aber es gibt ja auch manchmal Veranstaltungen, Events oder so. Grundsätzlich ist das jetzt definitiv kein Büroduft, aber ich kann nur von mir selber sagen, eine Zeit lang habe ich ja so schwere Düfte gerne im Büro getragen. Also es ist definitiv ein Duft, der auch Malung gut gefallen würde. Ich finde den Formverlauf eigentlich ziemlich linear. Die süßlichen Safrannoten gehen ein bisschen zurück. Es wird ein bisschen kühler, moschusartiger und holziger. Und für mich ist der von A bis Z von der Farbe auch sehr dunkel. Vielleicht so ein bisschen so dunkelrot, blau, dunkelblau, irgendwie so. Also der ist jetzt nicht schwarz. Grundsätzlich finde ich den recht außergewöhnlich, weshalb ich auch finde, dass es ein schöner Signature ist. Also ein Signature für abends oder zum Ausgehen, was auch immer. Ich sehe den jetzt auch nicht unbedingt im Sommer oder im Frühling, sondern eher so im Winter oder im Herbst. Und das Konzept von Oud for Greatness ist, Oud zu perfektionieren. Preislich bekommt man die 8 ml bei Parfumi für ungefähr 27,95 € oder die Full Size, also die 90 ml, für 315 €. Die gelisteten Duftnoten sind Safran, Muskat, was ich auch so ein bisschen im Hintergrund rausrieche. Oud, Moschus, Patchouli und Lavendel. Und Haltbarkeit ist wirklich wow. Also der hält bei mir über 13 Stunden auf der Haut. Der hat eine mega Haltbarkeit und Sillage. Was das angeht, 10 von 10. Was den Duft selber angeht, aus meiner persönlichen Perspektive, wie gesagt, das ist alles subjektiv, würde ich dem jetzt eine 6 von 10 geben. Vor ein paar Jahren hätte ich bestimmt gesagt 8 von 10. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so 100% die Art Duft, mit der ich mich momentan identifizieren kann. Auch wenn ich mir vorstellen kann, den hin und wieder mal zu tragen. Der hat auch so ein bisschen was Cola-artiges, fällt mir gerade ein. Irgendwie schön, aber irgendwie ist es nicht meins und ich kann mich damit nicht so richtig identifizieren. Übrigens, mein Rating 10 von 10. Also 10 ist natürlich das Optimalste und 0 von 10 wäre natürlich das Schlechteste. Das hätte ich vielleicht noch erklären sollen am Anfang. Preis-Leistungs-Verhältnis, Performance ist wie gesagt top. Und man merkt auch, dass die Qualität super ist, aber der Preis ist, finde ich, trotzdem sehr, 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 sehr hoch. Deswegen gebe ich dir mal eine 8. Also ich sag mal, in Ordnung. Aber es ist jetzt kein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ein Nischendufthaus, es kommt natürlich alles hinzu. Also ich sag mal, angemessen, branchenüblich, wie auch immer. Und overall würde ich persönlich den mit einer 7 raten. Also die Pluspunkte durch die Performance, durch die Qualität und ja, ist einfach ein außergewöhnlicher Duft. Hier der Bestseller von Parfumerie ist der Duft Leighton von Parfums de Mali. Und ich kannte den zwar, glaube ich zumindest, aber ich habe dann einfach nochmal so dran gerochen. Und dann war meine erste Assoziation, krass, der riecht wie ein Duft, den ich ewig haben wollte, aber der nie bei mir eingezogen ist, den ich auch ganz oft vergesse, der eigentlich auf meiner Wunschliste in meinem Kopf steht, aber nicht auf meiner wirklichen Wunschliste, weil ich muss den da unbedingt mal raufschreiben, den es seit Jahren gibt und den ich so schön fand als 12-Jährige, als ich meine ersten Parfümproben hatte und mich direkt in den verliebt habe, nämlich den Amber von Prada. Auch da muss ich natürlich dazu sagen, dass ich die jetzt nicht miteinander verglichen habe und das letzte Mal, dass ich an dem Amber gerochen habe, ist sehr lange her. Deswegen kann das auch komplett unterschiedlich sein. Also bitte orientiert euch nicht daran. Ich wollte euch einfach nur so meine Assoziation, immer so die ersten Gedanken, die ich so habe, wenn ich an einem Duft rieche, da habe ich oft immer irgendwas im Kopf. Und das war eben hier der Prada Amber. Also das war für mich schon mal sehr positiv. Ich persönlich finde den overall unisex, vielleicht mit einem Hang zu männlich, aber ich werde meine 8 ml definitiv tragen.
Zwar nicht jetzt im Sommer, aber es ist ein Duft, der mir überraschend gut gefällt. Also natürlich, ich hatte diese Assoziation. Aber auch unabhängig davon, wenn man mal dieses Marketing ausblendet, finde ich, kann man den als Frau auch gut tragen, wenn man so süßliche, wärmende, leicht balsamische, leicht aromatische Düfte mag. Also der hat definitiv gerade auch am Opening sowas Frisches, leicht aromatisch, kühles, scharfes, würde ich fast sagen. Durch den Apfel, den wir hier gelistet haben, dann so ein bisschen Lavendel. Das ist ja auch immer so eine typische Männerduftkombination. Und dann habe ich hier im Hintergrund auch noch so ein bisschen von so einer grünen, kühlen Mandarine, die jetzt nicht so eine saftig fruchtige, spritzige Mandarinas oder so. Ja, und das gibt ihm diesen männlichen Touch. Aber der hat von zu Beginn an eine leichte Süße, die hier durch Vanille kommt. Und das wird im Verlauf auch noch stärker. Also der Dry Down ist für mich viel cremiger, wärmer, süßlicher. Wahrscheinlich kommt dieses Cremige da auch durch Sandelholz. Und diese kühlen, männlichen, aromatischen Noten sind eigentlich nur im Hintergrund. Also als Frau sollte man den auf jeden Fall zumindest mal getestet haben. Denn gerade im Verlauf mit der Vanille wirklich schön und über den Duftverlauf hinweg sind für mich auch die dominanten Noten hier Lavendel, Vanille und Sandelholz. Der Leighton ist für mich definitiv ein Duft, auf dem Herbst steht, weil der eben noch so dieses leicht warm, würzig, balsamische hat, eine leichte Kühle, jetzt nicht zu warm ist, aber dann trotzdem schon kuschelig, süßlich, vanillig. Mit der Perfumi-Mitgliedschaft bekommt man die 8ml für ungefähr 32,95 und eine Das heißt, liegt ungefähr bei 265 Euro für 125ml. Die Inspiration finde ich super schön, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, durch welche Noten das unterstrichen werden soll. Der Duft soll nämlich die Leichtigkeit und die Atmosphäre am Hof von Versailles widerspiegeln. Ich war noch nie da, steht natürlich auf meiner Liste. Ich kann jetzt auch nicht sagen, inwieweit das passt. Aber ja, ich sehe den eher mit einem Kakao eingekuschelt, einer Decke, das Laub runterfallen, gucken im Herbst. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Apfel, Lavendel, Bergamotte und Mandarine. In der Herbst Note Jasmin, Rosen, Geranie und Veilchen. Und in der Basisnote Guayakholz, Kardamom, Vanille, Sandelholz, Patchouli und rosa Pfeffer. Und wie gesagt, Haltbarkeit ist top, der hält bei mir den ganzen Tag. Vom Duft overall würde ich den mit einer 7 raten. Überlegt 6, 7, aber wenn ich den mit dem Oud for Greatness vergleiche, dann gefällt der mir doch besser. Deswegen ist es jetzt meine 7, also so gut mit einem kleinen Minus. Haltbarkeit ist für mich eine 10 von 10. Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich eine 9 von 10. Qualität, Nischendufthaus, Performance. Man hat hier auch deutlich mehr drin als bei Oud for Greatness. Also 125ml und ist günstiger. Deswegen eine 9 von 10. Also eigentlich sehr gut. Und overall ist der für mich eine 7. Ich habe eigentlich überlegt, eine 8 zu sagen, aber wenn ich oft woanders sage 8, dann sind das eigentlich Düfte, die mir richtig, richtig gut gefallen, glaube ich zumindest. Deswegen würde das dem, glaube ich, nicht gerecht werden. Also würde ich mir den selber kaufen? Nein. Dafür flasht er mich jetzt nicht genug. Aber ich finde ihn schön und freue mich, diese 8ml aufzubrauchen. Und kannst den nur empfehlen, den mal auszuprobieren. Gerade wenn du Parfumi hast, würde ich den im Herbst mal in meinen Parfumkalender machen und mal gucken, wie sich der... Auf Platz Nummer 3 der Bestseller von Parfumi ist der Duft Altair von Parfums de Mali. Und der ist ja relativ neu. Also ich glaube, der ist letztes Jahr erst erschienen. Und das ist auf jeden Fall ein Duft für alle Gourmand-Girlies. Also von den dreien bisher ist es für mich der femininste oder der am meisten Unisex-Feminin ist, wie auch immer. Weil der hat alles, was ich liebe. Der ist süß, würzig, gourmandig, mit einer ganz präsenten pralinigen Note und Zimt. Was für mich auch direkt vom Opening so die dominanten Noten sind. Aber das auf so eine süß, warm, würzige Art und Weise. Also wunderschön kuschelig im Winter oder im Herbst. Ich finde auch, die Farbe des Flakons matcht den Duft perfekt. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Gewürze hier ganz warm und weich sind. Und hier ist nichts Harsches, nichts Kühles, nichts Aromatisches. Das ist einfach sehr, sehr rund. Hat auch so ein bisschen Spa-Kamin-Vibes, weil das so ein ganz bisschen was Harziges im Hintergrund hat, aber nur ganz leicht. Also wirklich schön. Im Verlauf wird er dann richtig süß. Und so nach 2,5 Stunden ist das für mich eine warme Praline mit Vanille, moschusartig und noch so ein bisschen zimtig. Also ähnlich, aber noch süßer. Und der Dry Down riecht einfach 1:1 wie Milchschokolade. Also der ist einfach lecker, dieser Duft. Auch wenn es gerade überhaupt nicht passt. Aber den kann man sich auf jeden Fall auch so für die kälteren Monate vormerken. Über den Duftverlauf hinweg sind für mich auch die dominanten Noten Vanille, Praline und Zimt. Und preislich bekommt man den ab ungefähr 32,95 für die 8ml mit Parfumi-Mitgliedschaft oder die Full Size für ungefähr 265 Euro für 125ml. Und von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote Orangenblüte, Zimt und Bergamotte. Und ja, die Orangenblüte, die ist da wunderschön harmonisch integriert. Ich habe es auch gerade vergessen zu erwähnen, aber wenn ich so kurz nach dem Aufsprühen dran rieche,
dann riecht man die raus, aber schön weich, harmonisch verblendet, keine aggressive, reife Orangenblüte, sondern nur so leicht strahlend im Hintergrund. In der Herznote dann Bourbon Vanille und Elemi-Harz. Und in der Basisnote Praline, Ambrox, Gurjakholz und Moschus und Haltbarkeit super. Ungefähr 10 Stunden auf meiner Haut, wirkt schon fast gering, neben den anderen eben. Von meinem Rating, vom Duft her ist es für mich eine 9 von 10, würde ich schon sagen. Eine 8 von 10 oder eine 9 von 10, eine 8,5 von 10, sagen wir mal. Haltbarkeit ist auch super. 10 von 10 und Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. 8 von 10, weil er jetzt nicht ganz so lange auf meiner Haut gehalten hat, wie zum Beispiel jetzt der Layton. Und overall ist es für mich eine 8,5 von 10, weil es bisher auch der ist, der mir am besten von den Düften gefällt, die wir jetzt ranken. Und was wäre dieses Ranking, ohne einen Duft von Xerjoff dabei zu haben? Auf Platz Nummer 2 ist der Duft Erber Gold und... Ich liebe Erber Gold. Also ich liebe ja auch Erber Pura. Ich habe die jetzt ehrlich gesagt nicht mehr direkt miteinander verglichen, aber ich empfinde den als noch ein bisschen saftiger, fruchtiger und süßlicher. Meine erste Assoziation war ja bei Erber Pura so ein Fruchtcocktail, aber bei Erber Gold ist das auch Erber Pura als Assoziation, definitiv. Aber da habe ich direkt so ein Capri-Eis vor Augen, weil dieses orangene, saftige Capri-Eis, das, was nicht so eine milchige Füllung hat, sondern nur dieses orangene vom Capri-Eis, das ist für mich Erber Gold, weil diese spritzige, saftige, gute Laune, sonnige Orange hier so präsent ist für mich. Das wird wunderbar von noch so ein paar anderen fruchtigen Noten umspielt. Sicherlich irgendwie was Zitrisches, Zitrone, keine Ahnung, hier ist auch Melone gelistet, die meine ich auch so ein bisschen rauszuriechen. So was leicht Würziges durch Nelke, auch im Opening. Ich finde, so eine Nelkennote macht so einen fruchtig-süßen Duft dann noch so ein bisschen reifer und gibt dem so ein was gewisses Kühles, Elegantes. Also vom Duft her Summer in a Bottle. Wahrscheinlich werden die meisten von euch Erber Gold schon probiert haben. Wie der Alter auch, einer der gehyptesten Düfte, die im letzten Jahr neu erschienen sind. Und ja, gefällt mir auch richtig gut, ohne das jetzt direkt miteinander mit Erber Pura verglichen zu haben. Würde ich sogar sagen, besser als Erber Pura. Und Erber Pura ist ja auch ein Duft, den ich extrem liebe, aber der ist einfach so schön lecker, saftig, sonnig. Da hat man direkt Urlaubsvibes und möchte direkt reinbeißen. So lecker ist diese Orange. Im Drydown geht das Fruchtige dann etwas zurück. Ich hätte mir gewünscht, dass das hier anders ist und dass das bleibt, weil das ist in Erber Pura auch so. Und ich liebe das, dieses Fruchtige. Und das bleibt zwar so ein bisschen, aber es geht eben zurück. Es wird kühler, es wird moschusartiger, es wird minimal holziger und auch leicht vanillig. Also auch schön, aber dieser fruchtige Touch, der könnte bleiben. Über den Duftverlauf hinweg sind für mich die dominanten Noten Orange, Moschus und Vanille. Preislich bekommt man die 8ml mit der Perforin-Mitgliedschaft für ungefähr 32,95 €. Oder eine Full-Size, haltet euch fest, die 100ml für 310 €. Von den gelisteten Duftnoten haben wir in der Kopfnote kalabrische Bergamotte, brasilianische Orange und Ingwer. In der Herznote Melone, grüner Apfel, Birne, Kardamom, Gewürznelke und Zimt. Zimt und Kardamom rieche ich ehrlich gesagt gar nicht raus. Und in der Basisnote weißer Moschus, Amber und Bourbon Vanille. Haltbarkeit und ja, schon wie bei Erber Pura unglaublich stark, ungefähr 12 Stunden auf meiner Haut, also von daher auf jeden Fall ein Check. For all ist der Duft für mich eine 10 von 10, also Wunschlistenkandidat. Haltbarkeit bzw. Performance auch eine 10 von 10. Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, hält super und so und Qualität ist sicher auch gut, aber einfach super teuer, deswegen eine 7 von 10 und overall ist der für mich dann eine 9 von 10. Weiter geht es mit einem Duft, wo ich mir echt dachte, als ich den gelesen habe, boah, das kann jetzt nicht sein. Einer der wenigen Düfte, die ich so richtig gehatet habe. Gut, haten ist sicherlich sehr überspitzt formuliert, weil das mache ich immer nur sehr vorsichtig, weil ich möchte niemals jemanden einen Duft ausreden, weil am Ende des Tages ist es so subjektiv. Ich kann dir erzählen, das ist frischer Duft und du empfindest das vielleicht ganz anders. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber es ist ein Duft, wo ich immer gesagt habe, nee, der ist nichts für mich. Und deswegen meinte ich dann auch zu meiner Ansprechpartnerin, oh, es tut mir mega leid, aber der ist wahrscheinlich nichts für mich. Aber ich gebe dem natürlich nochmal eine Chance und so. Und witzigerweise hat auch eine ganz liebe Followerin bei TikTok mir geschrieben und meinte mir auch nicht mal, probier den nochmal, weil die Tabaknote ist da eigentlich gar nicht so präsent. Und ich glaube, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, dann weiß man ja auch, welche Art Düfte ich mag und welche nicht. Wie auch immer, dementsprechend waren meine Erwartungen an den Duft sehr gering. Ich muss auch zugeben, dass ich davon nie eine Abfüllung hatte, sondern den immer nur im Geschäft probiert habe und eben da nie so überzeugt war. Und dann habe ich eben an Naxos von Xerjoff wieder gerochen und war so, okay, so schlecht ist der eigentlich gar nicht. Ja, also shame on me. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche diesen Duft, das ist für mich eine 10 von 10. Nein, aber so wie ich bisher immer gesagt habe, dass ich den fast schon ekelhaft finde, ich glaube, so habe ich es bestimmt auch mal formuliert,
Nee, das muss ich echt sagen. Der hat für mich trotzdem noch was Männliches. Was mir, glaube ich, wirklich ganz gut gefällt, ist, dass ich jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den jetzt hier zu Hause in Ruhe probiert habe, so eine ganz beruhigende Sauna-Spa-Assoziation. Der riecht einfach so, als würde man ja in so eine holzige, luxuriöse Sauna gehen, wo so ein bisschen dieser Duft von dem wärmenden Holz in der Luft liegt, so von der Sauna an sich, aber auch von so einem kräuterigen Honig-Lavendel-Aufguss. Also ganz präsent hier für mich Honig und Lavendel, und der Honig ist so ein ganz glatter, eher kräuteriger Honig. Und nach einer Stunde wird es dann süßer. Honig ist immer noch sehr präsent hier in dem Duft. Ich rieche dann auch sehr, sehr viel Zimt raus. Also warm, würzig, süßlich. Ist aber von der Farbe für mich so trotzdem hellgelb und balsamisch. Und auch da nach einer Stunde weiterhin spa-mäßig beruhigend und entspannt. Und wow, der hat einen echt tollen Verlauf. In Dryland wird er dann noch gemordiger, dichter und süßlicher. Ganz präsent für mich dann eine Tonkabohne. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt. Also es tut mir richtig leid. Ich hoffe, dass niemand meinetwegen den bisher nicht probiert hat, aber er wird ja zurecht gehypt. Also denke ich mal, dass die meisten den auch kennen. Aber shame on me, da war mein Urteil auf jeden Fall zu verfrüht. Ich finde aber, dass man hier eine Tabaknote so ein bisschen im Hintergrund rausriecht. Weshalb es, glaube ich, auch nicht hundertprozentig mein Duft ist. Auch wenn er deutlich schöner ist, als ich ihn in Erinnerung hatte. Jetzt kennt ihr meine ganze Naxos-Story. Ich werde den bestimmt auch mal tragen, aber auch dann Richtung Herbst. Also es ist für mich kein Duft, den ich jetzt irgendwie im Sommer, Frühling oder so, der passt ja für mich gar nicht. Und auch der von der Haltbarkeit, Performance, wow. 10 bis 12 Stunden auf meiner Haut. Preislich bekommen wir die 8 ml mit Perforin mit Lidschatz für ungefähr 27,95 € und die 100 ml für ungefähr 245 €. Und das Konzept des Duftes gefällt mir richtig gut, auch wenn ich jetzt den Duft an sich jetzt gar nicht so passend dafür finde. Aber der Duft soll uns zum Herzen Italiens versetzen und an die Pracht und den Glanz von Italien erinnern und gehört zu dieser 1861-Kollektion von Xerjoff. Ich blicke da ja nicht so wirklich gut durch bei Xerjoff. Wer mal ein Xerjoff-Ranking von mir sehen möchte, ich habe da mal ein Video zu gemacht, da habe ich ein bisschen probiert, das einzuordnen. Aber so 100% blicke ich da nicht durch. Die haben ja auch so viele Düfte. Aber ja, die Qualität der Düfte ist wirklich top. Also das kann man nicht anders sagen. Wir haben in der Kopfnote Lavendel, Bergamotte und Zitrone. In der Herznote Honig, Jasmin, Sambal, Kaschmir und Zimt. Und in der Basisnote Tabak, Tonkabohne und Vanille. Kommentiert doch gerne mal, welcher dein Favorit von diesen 5 Düften ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig positiv überrascht. Ich war wirklich sehr skeptisch. Als ich Layton und Naxos gelesen habe, dachte ich mir so, weiß ich jetzt nicht so genau, aber bin da jetzt wirklich positiv überrascht und glaube, diese Bestseller oder dieses Raid zeigt auch die Qualität dieser Häuser, die hier Xerjoff, Parfums de Mali und Initio, die hier auch mehrfach genannt wurden. Also performancemäßig gibt es ja wirklich nur wenige Marken. Ich muss ja immer Profumo Roma auch an dieser Stelle noch nennen, die so eine Performance liefern. Und deswegen denke ich, dass dieser Erfolg dieser Düfte bzw. Marken auch wirklich zu Recht ist. Und wenn du einen der Düfte oder andere Nischendüfte probieren möchtest und noch kein Mitglied bei Parfumerie bist und das mal ausprobieren möchtest, dann nutze gerne meinen Code SWANA60, mit dem du 60% Rabatt auf deinen ersten Monat Mitgliedschaft bei Parfumerie bekommst. Und wie gesagt, noch eine 8 ml Größe von dem 12 von Vaius, dem schönsten Clean Girl Duft, den es gibt, finde ich, dazu bekommst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wann auch immer du dieses Video schaust, und bis zum nächsten Mal.